Dieter Nagel auf den Spuren des Bauhausarchitekten Alfred Arndt in Probstzella am Rande Thüringens. Wir haben uns von Anfang an die größte Mühe gegeben, hier diesen Bauhaus-Habitus wieder entstehen zu lassen. Diese Befunde zu suchen, diese farblichen Befunde, diese aus alten Fotos, alten Zeichnungen, alten Skizzenheften von Arndt, dieses Bauhaus zu verstehen und wieder so nachzuempfinden, wie ursprünglich der Architekt sich das gedacht hatte. Als Hotel ist das Haus des Volkes inzwischen neu eröffnet. Und noch ist es ein Geheimtipp. Ein Restaurant mit 150 Plätzen, im Bauhausstil wiedererstanden. Kaum zu glauben, dass hier noch vor wenigen Jahren das Wasser knöchelhoch stand. 2006 ging der Deutsche Fassadenpreis an die neuen Hausherren, nachdem sie auch den Kaffeepavillon denkmalgerecht erneuert hatten. Und haben hier die Möglichkeit geschaffen, hier wieder Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen zu machen, um auch diese Region hier um Probstzella wieder ein bisschen zu beleben und diese, wie der Franz Itting immer gesagt hat, die geistige Erhöhung des Menschen durch so ein kulturelles Objekt zu befördern. Der Bauhäusler Alfred Arndt und der Unternehmer und Sozialdemokrat Franz Itting fanden spät zueinander. Da stand das Haus des Volkes schon als Rohbau. Was dann in der Zeit ab Frühjahr 1926 geschah, wer dabei war, als in Probstzella ein Ort freier Kultur entstand, das zeigt eine kleine Ausstellung, die der heutige Hausherr gemeinsam mit der Tochter des Baumeisters Arndt zusammenstellte. Die Region um Probstzella herum war ja zu dieser Zeit ein sehr von Schieferbergbau geprägt und von Landwirtschaft geprägtes Gebiet. Und das Bauhaus hier in Probstzella war schon was ganz Neues. Das hier einzuführen und hier im Probstzella durchzusetzen, war auch sicherlich eine ganz große Aufgabe für den Franz Itting und hat bestimmt auch viele graue Haare gekostet. Denn zu dieser Zeit war man ja in der Bevölkerung in ganz Deutschland im Bauhaus nicht so sehr wohlgesonnen. Die sind ja auch aus Weimar verjagt worden auf Drängen der Bevölkerung und sie sind ja letztlich auch aus Dessau verjagt worden auf Drängen der Bevölkerung und der Nationalsozialisten damals. Also es war eine mutige Entscheidung von den Franz Itting, hier in Probstzella so ein großes Bauhausensemble zu schaffen. Vom Mut damals ist der neue Hausherr heute beflügelt. Und so können Gäste in Probstzella erleben, wie es ist, im Bauhausambiente zu wohnen. Thüringen feiert 90 Jahre Bauhaus. Aber geht es nur um ein Jubiläum?
Das Bauhaus kommt aus Thüringen. 90 Jahre nach seiner Gründung spürt man noch die modernen Ideen, den neuen Geist, den Aufbruch von damals. Das Bauhaus hat überall Spuren hinterlassen und von hier aus die Welt erobert.